Spanien das Klassement vorne auf den ersten drei Plätzen noch einmal durcheinander bringen kann, wird sich zeigen. Gestern präsentierte sie sich in hervorragender Form, wurde Vierte im Mehrkampf, ebenfalls aus Alicante, 15 Jahre. Viel Temperament und immer ein Lächeln, trotz aller Konzentration und Anstrengung. Wir werden es gleich sehen. Risikoteil, und da sieht man, warum es ein Risikoteil war. Ja. Das ging jetzt mal daneben. Damit wird sich auch vorne nichts mehr ändern. Da ist wieder das Rollen. Mit einer doppelten Attitüddrehung rückwärts gedreht. Schade um den Fehler. Schade, ansonsten hat sie sehr ausdrucksstark und gekämpft, aber leider der Patzer wird sicherlich zwei Zehntel sogar kosten. A-Note 6. Vielleicht gibt es dann zum fünften Mal die 9,45 in diesem Finale. Aber vorne ist alles klar. Skaldina gewinnt vor Lukjanenko und Petrova. Karin, ist das Ergebnis soweit in Ordnung? Ja, sicher. Ja, denke ich doch auch. Dann warten wir noch mal ab, wie die letzte Wertung lautet, damit wir dann auch das Gesamtklassement in der Übersicht geben können. Ich habe richtig vermutet, nein, doch nicht ganz. Doch nicht ganz. Es gibt eine 9,475, ein bisschen mehr also als für die vier anderen.